Challenger 380. Adrian, eines deiner Lieblingsfahrzeuge. Länge? 7,19 Meter. Grüß dich. Sonntag haben wir, 2. April. Wir schauen ein Auto an. Gleich sind wir auch durch für heute. Ich werde euch nochmal besuchen kommen, denn wir haben viele tolle Fahrzeuge. Gleich geht es noch kurz rüber zum Karl. Da werden wir noch filmen. Einen La Marca 59G Garage. 59G. Also hinten drin ein Auto, nehme ich an, oder? Genau. Fast. So, das ist Challenger. Kommen aus Frankreich, haben immer besondere Grundrisse. Ja, die Grundrisse vom Challenger, ich darf auch ein bisschen sagen, so verrückte Grundrisse, aber mega gute Grundrisse. So, sag mal ein, zwei gute Sachen über den Ford, weil die Leute immer so schimpfen in den Ford. Die sind doch wahrscheinlich noch nie einen gefahren, oder? Ja, das ist das Problem. Die Leute, welche schimpft über die Ford, die hat wahrscheinlich nie eine Ford gehabt. Die Ford hat einfach die beste Cockpit, was gibt's, von der Optik. Die 2-Liter Motor mit 170 PS und der Automatikgetriebe ist einfach genial. Wer hat das erste Fahrzeug vom Fließband erfunden? Wie meinst du das? Henry Ford damals. Ah, ja, das ist schon klar. Das ist vom Henry Ford. Jetzt habe ich dich einmal. Ja, so, jetzt. Sehr schön. So, komm, wir gehen mal rein. Große Heckgarage. Hast du einen Schlüssel? Die Schlüssel habe ich auch. Ja, wir gucken mal gerade das Heck, dass wir das ansehen. Oh, guck mal da ist ein Fenster drin. Ich befürchte, wir haben einen ganz besonderen Grundriss hier, oder, Adrian? Ja, kann wir auch so sagen. Wollen wir schon verraten? Nee, noch nicht. Wir zeigen mal gerade. Das Coole ist natürlich... Wahrscheinlich die Leute würden verstehen, im Moment, weil wir machen die Garage auf, was für Grundriss haben wir hier hinten. Boah, das ist schwer zu sagen. Also es sieht auf jeden Fall Beet steht drauf. Das heißt, also da ist ein Bett drunter und... ich bin mir nicht ganz sicher. Es könnte, ich weiß es nicht. Sagen wir nicht. Wir sagen nichts. Wir werden es mal zeigen. Also, wir gehen mal rein. Grundriss. Was ist das für ein Grundriss? Name nochmal von dem Ding? Challenger Graphit Premium 380. So, also eins kann ich verraten. Huped in der Mitte. Oh ja, eine große 1,60 Meter breit. So, ein großes 1,60 Meter breites Huped in der Mitte. Face-to-Face-Sitzgruppe gegenüberliegend. Eine große Lounge. Große Lounge, eine richtige Couch mit drin. Ich kann auch zeigen, ich bin 1,86 Meter lang, aber trotzdem, ich glaube, ich kann gut mehr liegen. Das heißt, du würdest dir hier ein Keilkissen holen, dann könntest du da schon chillen. Das wird ab 14 Uhr schon die Fall. Ab 14 Uhr heute, Sonntag. Der Tisch, mal ganz kurz zeigen, wie funktioniert der elektrisch? Ansonsten kann ich ihn... Elektrisch, leider haben wir keine Batterie hier in die Wohnmobil, aber das geht elektrisch nach unten, genau wie die Huped. So, das Huped ist 1,60 Meter mal 2 Meter. Genau. Also ein Riesenhubbett. Wie weit geht das runter? Bis ganz unten? Bis genau dahin. An dieser Stelle brauchen wir keine Leiter zu steigen in die Bett. So, das ist die Küche. Keine. Wir machen einen Schnelldurchlauf, denn wir werden das Fahrzeug nochmal demnächst... Krass. Du hast... Das ist ja das Geniale. Du hast 2 Kinder, richtig? Ja. Du hast... Hast du 2 Kinder? Nein, noch nicht. Ich bin nur bei einer, aber ich arbeite für die zweite. Aber ich muss dir was sagen. In Theorie, dieses Auto ist für 6 Personen. Wir haben 5 Gurte bei diesem Auto. Und 6 Schlafplätze. 2 hinten, 2 oben und hier unten können wir nochmal sinken und nochmal 2 Plätze für 2 Kinder machen oder 2 Erwachsene machen. Zuladung, wenn ich die zu... Ungefähr 600 Kilo bei diesem Auto. Bei 3,5? Bei 3,5, ja. So, plus nochmal die, ich sag mal, etwa... Auflastung 700 Kilo dabei, da habe ich über eine Tonne Zuladung, also rund eine Tonne Zuladung. Richtig. Okay, das heißt, oben habe ich das Hubbett. Richtig. So, das habe ich soweit verstanden. Also 1,60 Meter mal 2 Meter. Dann habe ich unten, kann ich nochmal ein gleiches Bett bauen. Richtig. Das heißt, ich muss das Bett nicht ganz runterfahren. Nein, musst du nicht. Kannst du beispielsweise in die Mitte und dann 2 Kinder kann oben schlafen, der Erwachsene kann unterschlafen oder hinten. Hinten so. Haben wir auch die nächste Möglichkeit, dass ja. Dieses Bett... Wir betreiben elektrisch, in welche Position wir möchten. Und die untere Bett, in dem Moment, wo wir möchten mehr Platz vor die Garage machen, einfach können wir manuell hochbringen. Für E-Bikes und so. Genau. Und oben das Bett ist elektrisch. Genau. Also oben hast du ein Bett. Kannst du dich unten mal reinlegen? Das wollen wir mal sehen. Du bist ein Meter, was bist du? 1,87 Meter. 1,87 Meter, das geht. Das heißt, du könntest hier nach einer durchzechten Nacht, kannst du, ja. Würde gehen. Genau. Ich zeig das mal gerade. Also Füße. Geh mal gerade die Füße mal ganz ran. Ein bisschen weiter durch. So, jetzt leg dich mal ganz normal. Das geht. Das ist ja krank. Das heißt, das du hast ein... Das ist kein Bett für Kinder, das ist ein Bett für auch für Erwachsene. Für Erwachsene. Oben auch, genauso. Genau, die gleiche Breite, die gleiche Masse. Okay, also ist krass. Das heißt, du hast also zweimal ein richtiges Bett. Du hast 4 volle Betten. Genau. 7,40 Meter Länge. Und soll ich dir was Krasses zeigen? Was denn? Du hast ein... Nochmal ein Kleiderschrank wie im Wohnwagen. Richtig. Das kennen die Leute nur aus dem Wohnwagen normal. Richtig, vom Wohnwagenbereich, ja.
Gut, das brauchst du aber auch, wenn du mit so vielen Leuten unterwegs bist. Aber jetzt überleg mal, jetzt hast du das Auto alleine. Das heißt, du kannst deine E-Bikes alles mitnehmen, allen drum und dran. Hast Platz ohne Ende. Hast das Bett nicht im Weg. Guck mal, das Wohnzimmer, so das ist ja Linermaß. Alles am 7,19 Meter, 7,20 Meter. Boah, dann hast du eine extra Dusche. Geh mal rein, bitte. So, Stehhöhe. Richtige Dusche. Dieselheizung hier dann. Dieselheizung, 170 PS, Automatikgetriebe. Und soll ich aber noch was Gutes sagen? Was denn? Fußbodenerwärmung auch dabei. Fußbodenerwärmung, elektrisch. Richtig, elektrisch. Elektrisch, okay, verstanden. Geh mal rein. So, da hast du nämlich ein kleines Rost mit drin. Genau, die Rost können wir rausnehmen in dem Moment, weil wir brauchen nicht oder wir möchten nicht. Und... So, du bist im Moment über 1,90 Meter mit den Schuhen, und genau. Also rund 1,90 Meter, und das geht problemlos. Und dann hast du hier, ist hier noch eine Tür. Ach, die Tür kannst du zumachen. Ja, natürlich. Das heißt, wenn diese drei Raumsystem bedeutet in dem Moment, wann du willst Ruhe von deinen Kindern haben, zum Beispiel, kann wir einfach die Tür dazu machen. Okay, kannst du machen, und da Spiegel drin, drei Raumsystem. Warte, bitte nicht öffnen. Ich filme mal ganz kurz hier rein. Weil der Adrian ist immer so... Immer zu schnell. Nee, nicht zu schnell, aber dann schlägst du die Tür auf und ich muss dann nach Lech am... Lech? Nee, Landsberg am Lech, da sind wir gerade. Genau. Du darfst jetzt öffnen. Möge er öffnen. So, da ist er. Das ist drin. Also, cooles Konzept. Wollte man nur mal kurz mal vorstellen. Hier ist noch der große Dometic... Kühlschrank drin mit der Schuhe. Weißt du, was ich gesehen habe? Im Freistaat habe ich gefilmt. Eine Kopie vom Ted Ford. Okay. Es gibt doch den Ted Ford unten mit der Getränkeschublade. Kennst ja, du den? Ja, weiß ich. Kann ja den vom Rollerteam damals. Genau. Und dann filme ich da und sehe und sage, ach, da ist der Ted Ford. Guck rein, da steht nicht Ted Ford dran. Da war da Made in China, chinesische Schriftzeichen drauf, unten die Getränkeschublade drin. Wirklich fast eine 1:1 Kopie. Ich stand da, ich bin verrückt geworden. Okay. Habt ihr mittlerweile alle Teile hier für die Challenger? Kann man die, oder kommen ab und zu wir mal welche nach? Wir würden noch ein paar brauchen. Okay, ist so. Das heißt, die kommen mittlerweile fast vollständig. Ihr müsst nicht mehr so viel einbauen, oder wie früher? Nein, 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 Gott sei Dank nicht mehr. Okay, ich zeig das mal gerade. Also hier, CBE-Bedienteil, das große Bedienteil mit drin. Diese Heizung? So, Dieselheizung ist mit drin, Ebersbecher, die funktioniert auch ganz hervorragend. Genau. Gibt es ja so oder so ähnlich. In LKWs werden die eingewendet, also im Profibereich. Und dann die Küche, die lässt aber auch keine. Und das hier sieht man, also das ist die elektrische Absenkung vom Tisch. Das ist die elektrische Absenkung vom Hubbett vorne. Und das ist die elektrische Absenkung vom Hubbett hinten. Okay, also da oben, da unten drunter, da ist noch ein Hubbett mit den gleichen Maßen wie hier. Wir sind in Landsberg am Lech und zusammen mit Adrian, wir sind durch. Wir fahren jetzt zum Karl und da filmen wir das letzte La Marca 59G. Gut, 59G, und das werden wir euch zeigen. Und auch hier bitte mal googeln bei uns auf dem Kanal. Wir haben den 380er schon mal gezeigt. Aber wir wollten euch den nochmal zeigen zusammen mit Adrian, denn der ist einer der besten Verkäufer Europas. Du hast mir gesagt, ich bin die Beste, nicht einer der Beste. Du bist der beste Verkäufer Europas in Landsberg am Lech. Korrekt genug. Tschüss. Guck mal hier, das sieht übel aus. Guck mal hier durch die Kamera durch. Siehst du das? Ja. Ich glaube, wir beeilen uns, oder? Ciao, ciao. Ich glaube, ja. 2. April 2023. Du fährst mich noch kurz rüber? Auf jeden Fall. Tschüssi.